Vielleicht kennen Sie jemand, der an Demenz erkrankt ist. Demenzkranke Menschen erinnern sich oft an ihre Kindheit, weil ihr Langzeitgedächtnis teilweise erhalten geblieben ist. Stefan Klein macht sich das zunutze, vor allem, weil insbesondere Musik viel tiefer im Gedächtnis eingegraben ist als alles andere. Stefan Klein verwandelt sich in einen Clown, den Clown Lauscho, um demenzkranke Menschen zu erreichen. Mein Kollege Sebastian Bargun hat Clown Lauscho bei einer Geburtstagsfeier auf der Demenzstation im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Bad Krozingen besucht. Ich würde gern was mit euch singen. Ja? Ja. Oh, mein Papa. 30 demenziell erkrankte Menschen freuen sich, als Clown Lauscho mit rotem Hut, schwarzem Frack und überlangen Clownsschuhen den Saal betritt. Nachdem er den Geburtstagskindern artig gratuliert hat, steigt er auf einen Seemannskoffer und schubst einen riesigen Luftballon über die Kaffeetische. Einige Bewohner des Pflegeheims erwachen aus ihrer Apathie und spielen begeistert mit. Stefan Klein sieht viele Gemeinsamkeiten zwischen Demenzkranken und einem Clown, da beide das Jetzt gemeinsam haben. Das heißt, die Zukunft zählt nicht und die Vergangenheit ist auch oft weg oder teilweise nur noch vorhanden. Langzeitgedächtnis ist noch da, sieht man an den Liedern, wenn Sie die Texte können. Kurzzeitgedächtnis ist ja oft ganz weg. Das heißt, der Clown hat nichts zu verlieren, der demente Mensch hat nichts zu verlieren. Es geht nicht darum, irgendwas zu beweisen. Es gibt keinen Schein, den man wahren muss. Also man hat eigentlich alle Möglichkeiten zu spielen, wenn man nichts zu verlieren hat. Clown Lauscho hat keinerlei Berührungsängste und geht sehr nah an die Menschen heran, sagt die ehrenamtliche Betreuerin Vera Rehse. Wenn der Clown kommt, das ist immer so ein Highlight. Ist was ganz Besonderes. Und die Menschen, die sonst eher zurückhaltend sind, die blühen plötzlich auf, die fangen an zu jubeln. Und er erreicht in einer tiefen Ebene die Menschen, die sind einfach glücklich. So sieht es auch diese Dame, deren 94-jährige Mutter seit 3 Jahren im Bad Krozinger Pflegeheim lebt. Ja, also die älteren Leute, die älteren Menschen, die wollen halt gern Spaß und die brauchen halt immer Unterhaltung. Und es ist auch ganz angenehm, wenn mal so ein Clown herkommt. Also ich finde, man macht es viel zu wenig für die alten, demenzkranke Menschen. Der bringt Freude auf, finde ich, für die alten Menschen. Und die gehen dann wirklich in sich auf, wenn sie Spaß haben. Das ist genauso, wenn jetzt jemand kommt mit einem Kleinkind oder mit einem Tier zum Beispiel, da haben sie auch große Freude. Haben Sie Angst, einmal auch demenziell erkrankt zu sein? Ja, sehr. Also ich bete immer, dass mir sowas nicht passiert, dass ich muss ins Heim gehen. Clown Lauscho macht nicht nur viel Blödsinn, sondern lässt die Menschen oft mitmachen, zum Beispiel mit kleinen Glocken. Ich empfinde das schon als sehr erfüllend, deswegen, weil ich selbst lebendig mich dabei fühle und auch spüre, dass die anderen lebendig werden. Es fällt mir leicht und ich habe das Gefühl, ich erreiche auch oft die Menschen, nicht alle, aber doch viele. Und bin dankbar dafür, dass ich dann auch noch bezahlt werde dafür. Es macht halt wirklich Freude. Nach gut einer Stunde verabschiedet sich der Clown von den Pflegeheimbewohnern und ihren Betreuern, die auf ein baldiges Wiedersehen hoffen. Er hat ein Einfühlungsvermögen mit den älteren Leuten. Ganz, ganz, ganz toll. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ihn, ja, letztes Jahr habe ich schon mal hier erlebt und habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass ich heute wieder ein paar Minuten im Mittelpunkt stehe. Das hat mir persönlich gut getan. Clown Lauscho im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Bad Krozingen. Das war ein Beitrag von Sebastian Bargon.